Komm zurück zu der Eisenhaltestelle. Gleich mal zu Beginn. Ich habe das Fenster bei mir hier auf. Es ist jetzt später abends und es war halt sehr warm. Deswegen tue ich hier ein bisschen kühler reinlassen. Deswegen die Stunde, denn falls ihr irgendwas hören solltet, tut mir das leid. Und ich versuche das ein bisschen, ja, zu einzustellen, dass ihr das weniger hört. Aber ich kann es nicht versprechen, dass ich das hinkriege. So, wir gehen als nächstes. Letzte Part haben wir übrigens hier ein bisschen weiter im Suff rumgemacht. Aber der Triade. So, und wir sollten als nächstes dem dann, dass er seine Axt hergibt. Auf dem Weg suche ich jetzt diesen Typen, dem ich die Wolfshörer abgeben kann. Dann haben wir das nämlich schon abgegeben. Chipper, genau. Und dann gehen wir jetzt zum Zwerg zurück und klären die Quest von ihm. Ein neuer Kunde? Was geht? Ich bin... Natürlich. 10 Wolfspelze. Wunderbar. Der Titel königlicher Jagdmeister ist mir so gut wie sicher. Sonst wäre ich eben Söldner. Lebt wohl. So, das hat mir. So, muss ich kurz mal meinen Sound hochdrehen. Okay, da ist aber schon ein neuer Altar. Wir gehen zurück zur Lichtung, aber es sind der Quäffel ein. Wir sollen uns mal so eine Axt rausrücken. Also ein Brief von Turm bekommen. Der war, was der Turmmotor abgehört, der vom Blitz getroffen wurde. Zwei Gestein sich von der Spitze. Ja, wir müssen halt den Kalkstein. Bescheid sagen. Das ist der Odo-Blitzk. Pah, Frauen! Ich verstehe den Zwist nicht. Habt ihr schon die Zwist einer getroffen? In drei was sollte ich tun? Ich hörte, will König Volker meine Liebste ist unter Schutz. In die Sima wahrhaft hörig. Wir sind einfache Leute. Sprecht mit unserem Anführer. Lieber nicht in den Sumpf. Verfluchte Druiden. Bald. Sprecht! Der Älteste der Ziegelbrenner behauptet, man könne mit den Vodjanoi verhandeln. Verhandeln? Seid ihr blöde? Es wäre ein Versuch wert. Und sei es nur, um die Rache für das Massaker zu vermeiden, das ihr verlangt. Was soll ich denn tun? Quaken wie ein Frosch? Gebt mir eure Axt. Ich nehme sie mit. Als Geste des Friedens. Ihr stellt meine Geduld auf die Probe. Aber wir riskieren es. Ich bringe die Axt zum Fischvolk. Und kehre mit dessen Antwort wieder. Sprecht! Wo finde ich diese Fischleute? In der Nähe des Ziegelbrennerdorfs, aber nur nachts. Sollte kein Problem sein. Ich muss die Axt auf dem Wunschernoi-Altar opfern. Das südliche Schwert hat er jetzt fallen lassen. Naja. Ah,
Also Mitternacht, das heißt, wir müssen jetzt warten. Ja, laufen wir zur Höhle, das ist. Ne, Höhle, genau. Höhle, das ist näher ran. Vorschiss zu der Waskelsocklauf. Bis Mitternacht sollen wir warten. Gehen wir ganz kurz mal unsere Quests wieder zusammen durch. Also, das ist auch abends, aber das vermute ich einfach wieder zurück. Wo haben wir noch nicht drei? Kalkstein, Gärtner, Schwanien, Alkohol. Zwei Servierrot, genau, den Brief. Die Ungeheuer, die nachts zum Hafen kommen, können wir jetzt auch nochmal einen sicheren Hafen machen. Wir auch gleich mit. Den Ärmel befestigen muss ich noch abfertigen. Das haben wir dann alles, sehr gut. Ist wahrscheinlich, dass ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. So, ich kriege was mal neue Talente, was sehr gut ist. Da ist ja ein Silbernes dabei. Wir sollten gleich mal auf die neuen gehen, auf Gün und Quen. Hier Schilddauer erhöhen. Dann gehen wir hier gleich mal auf Ausdauer noch. Für das Silbertalent. Dann buffen wir hier noch ein bisschen unsere anderen Silbertalente. Steht echt ein Wort in Schanau. Ja, gucken wir mal, ob es wirklich eine Lovecraft-Anspielung ist. Hol. Ich würde sagen, es ist eine Lovecraft-Anspielung. Ja, der Stein ist wohl die Gunst. Ich sollte sie ja in den Beut gehen, das ist gut. Vielen Dank, Fischmensch. So, jetzt haben wir hier noch eine Quest, wo wir die Anlegestelle klären sollen. Ein neuer Kunde kommt an Bord. Und Junge, los, weil wir die nachts in Hafenheim gesucht haben. Wenn es nicht Nacht ist, da weiß ich ja nicht. Ertrunkene. Jetzt ist da wieder neu aufgetaucht. Die ärgern mich doch, oder? Warum sind nicht gleich alle da? Warum spawnen die in der Reihe nach? Der letzte. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist.
So, Morgengrauen. Stark ist mir mit dem Sumpf. Gerade auslaufen können, warum liegt denn so schon Umwege? Naja, ist jetzt egal. Bin ja schon da. Da ist es extra Stahlschwert, jetzt können wir sie wieder aufhechen. Ich habe die Straße zum Landungssteg freigemacht. Sie ist sicher. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Was ist mit den Fischleuten? Die Wodjanoi haben euer Opfer angenommen und als Gegenleistung ein Amulett gegeben. Das Fischvolk wird euch in Frieden lassen. Eure Belohnung, Hexer. Alles klar, dann haben wir jetzt wieder 3000 Orns. Okay, was haben wir denn noch hier im Sumpf zu erledigen? Außer den Golem da. Kalkstein, Gärtner, Scharni. Brief abgeben, Sauren, Visima. Deich, Leuwarden. Seltsamer Ort. Sieht aus, als seien diese Giganten in der Bewegung erstarrt. Muss eine Weile her sein. So, man hat mich jetzt in YouTube, glaube ich, nicht gehört. Ich habe nur gesagt, wir müssen jetzt zu Kalkstein auf wegen der Quest. Mir ist das Mikrokabel rausgeflogen. Gut, dass ich das gemerkt habe. Dann müssen wir auch noch mit Kalkstein reden. Das heißt, wir sind jetzt hier eigentlich wieder durch. Ich kenne halt noch einen Ort der Macht. Hier ist einer. Wenn wir uns gleich zu Kalkstein teleportieren können, ist es schneller. Porsche halt zu. So an die Gestell zurückrennen. So schnell ist es nicht, aber.
So, zu Kalkstein. Back to Wizima. With Kalki sitzt die vor. Ach, der ist okay. Ich hatte geargwöhnt, dass ihr mit Yave zusammenarbeitet. Ihr haltet mich für den Anführer der Salamandra? Ich lach mich tot! Jemand hat sich viel Mühe gemacht, eine Spur zu euch zu legen. Ihr glaubt also, dass ich es nicht bin? Azar wollte mir weismachen, dass ihr für ihn arbeitet. Das würde ich niemals tun. Wisst ihr warum? Warum? Dieser Irre zapft die Macht des Feuers an. Es ist das Element des Chaos, von der Vernunft nicht steuerbar. Es ist das Gegenteil der Ordnung, die die anderen Elemente verkörpern. Es ist gefährlich, Feuer anzuzapfen. Mehr muss ich nicht wissen. So. Oh. Was den Turm anbetrifft. Ja? Vaska hat mir geholfen, die Turm-Tarot-Karte zu finden. Sie beschreibt, wie man den Bewahrer aufweckt. Lass die Karte mal sehen. Interessant. Es kommt viel auf die Interpretation an, aber ich glaube, ich verstehe sie. Alchemisten verstehen andere Alchemisten eben leichter. Erleuchtet mich. Der Bewahrer kann nur geweckt werden, wenn er in der Nähe des Turms ist. Das ist der Fall. Und man braucht einen Blitzableiter. Einen Blitzableiter? Die Zeichnung zeigt einen Mann mit Krone. Eine Anspielung auf König Hermann den Verwirrten? Wer ist Hermann der Verwirrte? Hermann erklomm einen Turm, wann immer es stürmte, und beleidigte die Götter. Eine feindlich gesonnene Fraktion schlug zu, indem sie den Blitzableiter vom Turm entfernte. Eine interessante Geschichte. Ihr werdet etwas brauchen, das den Blitz ableitet. In einfachen Worten, einen Stab aus Metall. Ein Schmied kann euch einen solchen anfertigen. Was dann? Wir brauchen ein Gewitter. Ich habe aber keine Ahnung, wie man Mutter Natur zur Zusammenarbeit bewegt. Ich lass mir was einfallen. Wenn ihr alles habt, dann bringt den Blitzableiter am Bewahrer an. Die Energie des Blitzes wird den Golem wiederbeleben. Was dann? Keine Ahnung, aber ihr schafft das bestimmt. Wenn ihr den Golem tötet, könnt ihr einen seltenen Trank brauen, für den sein Herz benötigt wird. Hier ist das Rezept. Wir werden sehen. Oh, tut mir leid. Ich glaube, Raimund ist der Anführer der Salamandra. Seid ihr sicher? Ja. Ich habe eindeutige Beweise. Azar tötete Raimund und eignete sich mit Hilfe einer Illusion dessen Identität an. Der Schurke! Was habt ihr jetzt vor? Es ist besser für euch, wenn ihr das nicht wisst. Seid vorsichtig! Er hat große Macht. Ihr müsst ihn von der Quelle trennen, dem Element Feuer. Lockt ihn an einen Ort, wo die magische Aura instabil ist. Idealerweise umgeben von Wasser, dem komplementären Element. Der Turm im Sumpf. Ideal. Dort hättet ihr eine Chance. Bis dann. Sehr gut, wir können also in einer Falle locken. Die Idee, Nahui. Oder der Idiot, wie man sagen will. So, ich glaube, dass uns der Zwergenschmied da bestimmt helfen kann. Macht mich gereizt.
Dann gehe ich jetzt gleich mal zu dem. Braucht ihr was? Verkauft ihr mir euer... Soltan sprach nur Gutes über euch. Würdet ihr ein Blitzerbleiter für mich machen? Das ist ein langer Stab aus dem... Ich weiß, was das ist. Wir haben sie in Mahakam benutzt, als die Menschen noch zu den Stürmen gebetet haben. Und seither habt ihr nicht viel dazugelernt. Könnt ihr einen anfertigen? Wollt ihr mich beleidigen? Oder wisst ihr nicht, was ihr da sagt? Natürlich kann ich das. Für 50 Orens. Abgemacht. Kommt später wieder. Alles klar. Ist fertig. Ja, schnell. 50 Orens. 50 Orens. Wie abgemacht. Okay, dann können wir es in Golem auch bekämpfen. Was ist denn das? Damit bin ich fertig und kann es auch beweisen. Ausgezeichnet. Hier ist euer Gold. So, 100 Orens, sehr gut. Stufe aufgestiegen und wir haben die Quest abgeschlossen. Schade, hat immer noch keinen Bock hier mal wieder aufzutauchen. Also, dass wir die erst wieder sehen, wie wir das gemacht haben. Mit der Adoption, dass sie jetzt dann wieder auftaucht, das Spiel sie jetzt irgendwie verschluckt hat. Wir werden alle sterben. I don't know. Ich kann es mal wieder im Haus besuchen. Aber es ist 10 Uhr, warum sollte die im Haus sein? Wie seltsam. Musst du nicht arbeiten? Ich bin ja vielleicht so schlau. Vielleicht ist der Arzt geworden. Warum glotzt ihr so? Ja, komm, geht hoch, Herzblatt. Hi. Shani ist verschwunden. Ich kann jetzt kurz sagen, was ihr wollt. Sie ist weg. Ich glaube, ich muss bis Abend. Also, ich muss wirklich diese Quest mit der Autopsie machen, dass sie wieder auftaucht. Oder vielleicht schaue ich mir gerade um 10 Uhr nach ihr, wenn sie gerade woanders ist unterwegs. Kann natürlich auch sein. So. Genau, wir müssen als nächstes zu Vivaldi. Und den Brief umschreiben lassen. Was? Ich habe eine Botschaft von Yevhen für euch. Yevhen? Die brauche ich nicht zu lesen. Ich weiß, was er will, Hexer. Ob Elf, Mensch oder Zwerg, alle wollen sowieso immer dasselbe. Gold? Gold, ganz genau. Wenn ihr später noch einmal vorbeikommen wollt, könnt ihr meine Antwort an Yevhen abholen. Einverstanden. Aber rechnet nicht mit Gold von mir. Yevhen hat euch zweifellos welches versprochen. Sehr gut. Gebe ich das jetzt die Quest bei Lorwarden ab. Und dann triggern wir mal die Untersuchung, würde ich sagen. Wenn wir schon mal wieder hier sind, bevor wir in so einem Lauf und müssen ja irgendwie am Ende dem in meinem Turm eine Falle stellen. Ich hätte Shani gerne die Getränke schon gegeben, dass wir das auch schon abgehakt hätten, aber ich kann das nicht machen, weil ich die Shani nicht mehr finde. Die hat die irgendwie verschluckt. Deswegen komme ich aber Mitternacht zum Krankenhaus und hoffe, dass er dann da ist.
Wollt ihr ein bisschen Spaß? Interessant. Ja? Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Ja? Lebt wohl. So, den Hafen haben wir jetzt auch. 400 Euro und zieht mein Lohn. Sollte es das nicht wert. Ja, der leitet mich jetzt zu Charlies Haus, klar. Nicht so wie bei Oblivion oder Skyrim, dass er mich genau zu ihr lenkt. Ich könnte noch mit Boxfleisch reden, um dir mal ganz kurz zu sagen, dass wir ihm. Wo ich es komisch finde, das zu sagen, aber ich traue ihm irgendwie. Der könnte uns noch helfen. Gegen den Javet. Das ist ein Schnäppchen. Das ist Plunder. Jetzt sind wir wieder von einem Jungen verfolgt, der nicht aus dem Weg geht. Mal so Marktschaden und Zeuge verschärfen, aber gut. Okay. Box ist nicht da, das habe ich nie erwartet. Dann ist er wahrscheinlich dann im Haus. Andere Zeug noch weiterhin mit. So, sind die mehr Kalbsfleisch, kann es sein? Hab ich die gerade Kalbsfleisch genannt? Ich meine Boxfleisch. Kalb? Bock, das ist ja fast still. Kalbsfleisch. Ah, kann man das Ganze... Da kann man das Ganze, Metzger... Ganzen Metzger-Slang kann man da verwenden. Was wollt ihr? Ich weiß über Javed Bescheid. Na gut, so habt ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite. Dennoch werdet ihr diesem mächtigen Zauberer allein gegenübertreten. Vielleicht hat Kalkstein ja ein paar Vorschläge. Gute Arbeit, Wolf. Wollt ihr die Wahrheit über die Salamandra hören? Ich bin ganz Ohr. Ich weiß über... Na gut. Vielleicht... Gut. Bis dann. So, jetzt ist Box auf in der Liste. Das heißt, ich mache jetzt Nacht. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Ah, Leben. Zwar bei der Tempeldame. Da ging das nämlich nicht. Nein. Über Shani. Wenn ich immer ein Schier ist. Ich sag, die ist vom Erdboden verschluckt. Ich bin so müde. Da war doch gerade ein grüner Name, oder? Ich suche etwas und stieß auf einen Hinweis, den ich nicht verstehe.
Es ist gut, dass ihr hergekommen seid. Die Weisheit der Göttin kennt keine Grenzen. In dem Hinweis steht, aber lest selbst. Drei Gesichter, ja, das entspricht Melitele. Seht dort die Statue mit den drei Gesichtern der Göttin. Und das Opfer? Nur Dinge, die in der Natur geerntet wurden. Früchte, Pflanzen, Blumen. Melitele missfällt es, wenn in ihrem Namen getötet wird. O Mutter, die du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Naja, wir können dir eine App geben. Ja, okay, wir haben die Silberwurst schon bekommen. Ich gebe jetzt trotzdem ein bisschen Zeug. Sehr gut. Hey, könnten wir auch warten, wenn Shani da wäre. Wo kann ich noch warten? Bei Vivaldi. Vielleicht hat er den Brief inzwischen fertig. Was schwierig ist, wenn man wieder reingeht. Weil wenn ich Sache da mit dem Turm dann erledigen, dann können wir da... Ich kann den Kampf kaum erwarten. Dann können wir da nämlich auch gleich easy den... Die Quest abgeben vorher. Bevor wir dann gegen den Golem kämpfen zum Beispiel. Habt ihr eure Antwort für Yevin fertig? Ja, hier ist sie. Der Elf wird euch sicher belohnen. Hoffen wir, dass ihr recht habt. Warten für mich hier. Neue Challenge. Schau, sie kriegen jetzt Waffen. Nehmen wir das Zeichen-Upgrade. Können den Faustkampf noch verbessern. Und dann nochmal Gruppenstahlschaden erhöhen. So, bis Mitternacht um die Untersuchung mit Schein zu. Angegriffen, weil ihr nachts wegen Idioten rumlaufen. Die Leute wegmetzeln wollen, weil sie Spaß daran finden. Lass mal kurz weiter, ich hole die mal kurz. Schaut, da taucht sie wieder auf, als wäre sie die ganze Zeit da gewesen. Bereit für die Autopsie? Fangen wir an. Volkszugehörigkeit Mensch. Geschlecht männlich. Verletzungen schwer. Shani, das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer. Er starb gestern und wurde in Stücke gerissen. Könnte ihm ein Mensch diese Verletzungen zugefügt haben? Nur mit einem Kiefer von einer Elle Länge. Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Es schleichen viele um den Friedhof herum. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer 2 Finger breiten Klinge. Äußerliche Zeichen sind nicht alles. Seine Nacken- und Handmuskeln wirken verkrampft. Woran erkennt ihr, wann er gestorben ist? Normalerweise kann ich das an Muskelstarre und Gewebedehydrierung abschätzen. Aber die Leichenstarre dauert schon zu lang an. Es heißt... Erfolgreiche Autopsien beruhen auf Neugier. Sollen wir nachsehen? Untersuchen wir seine inneren Organe. Meine Lunge. Das ist hier würde ich einen Cut machen, um das spannender zu machen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.